Mann, ey. Hast du schon wieder hier? Hast du schon wieder hier? Siehst du, Mann, das sieht man nicht. So. Ach, guck mal, wir sind schon rein. Ja, ich wollte dich aber kurz updaten, denn wir befinden uns jetzt um ungefähr 21 Uhr. Das heißt, gleich geht's los mit der ersten Nacht mit unserem Welpen Mochi. Es kommt alles anders, als man denkt, ne? Du siehst es schon im Hintergrund. Was ist das? Was hast du da? Ja, du weißt, ich hatte geplant, groß angekündigt, groß vorbereitet, dass er bei mir neben dem Schlafzimmer, neben meinem Bett im Schlafzimmer schläft. So, was ist das? Okay, es wird mal ein großer Hund. Immer noch schön geschlafen, ne? Jetzt ist er ja irgendwie wach. So. Auf jeden Fall hatte ich ja geplant, dass er mit in dieser Box hier. Bist du wieder in Spiellaune jetzt gerade? Bist du jetzt spielen gerade, kann das sein? Dass er neben mir, neben meinem Bett schläft. Und das ist, gehört ja zum Boxentraining, das soll man ja machen mit Welpen. Damit, wenn sie dann schlafen. Ja, ich liebe dich! Okay. Ich doch zu was hier heute. Schnüffeln kannst du da hinten in der Stüffelmatte. Hier gibt es nichts zu schnüffeln. So, okay, ich habe jetzt hier so. Kann sich nicht mehr wehren. Und wir haben jetzt heute innerhalb von wenigen Sekunden gemerkt, dass es dieser Plan nicht aufgeht, solange man einen nicht stubenreinen Welpen hat. Also er ist natürlich noch nicht stubenrein. Er ist ja quasi heute erst hier eingezogen. Und wir wollten ihm ja einen Ruheplatz machen, ne? Und der sollte eben da im Schlafzimmer sein. Da hat er wirklich komplett seine Ruhe, weil da gehen keine Kinder hin. Da ist überhaupt nichts los. Nur so ein Schlafzimmer, so. Und das wäre der perfekte Ruheplatz für ihn. Und er muss natürlich auch immer Zugang haben zu seinem Ruheplatz. Aber das Problem ist, das ist einfach da so hinten in der Ecke. Und da habe ich ihn nicht im Blick. Also wenn er da hingeht, dann sehe ich ihn nicht. Und genau so ist es dann heute auch passiert. In den 2 Sekunden, in denen er eben unbeobachtet zu seinem Ruheplatz gegangen ist, hat er in unserem Schlafzimmer ein Würstchen gelegt. Und auch danach noch, wollte er dann auch noch ein Pipi machen. Oder hat Justus das rechtzeitig gesehen und hat ihn nach draußen getragen. Und dann hat er draußen Pipi gemacht. Aber ja, dann sieht man, kommt nie so, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man sich das ausgemalt hat. Guck mal, jetzt ist er gerade ganz ruhig in seinem Bettchen da. Das ist toll. Und deswegen haben wir lange, oder naja, nicht so lange, aber einmal kurz hin und her überlegt. Und dann habe ich beschlossen, okay, wir müssen doch das hier einmal abgrenzen. Ich zeig dir mal kurz, was Justus da gebaut hat. Bitte nicht lachen, ne? Aber das war jetzt wirklich nur, wir haben nichts, aber Justus baut trotzdem MacGyver-mäßig irgendwas, und zwar zur Abgrenzung, damit er nicht mehr hier einfach frei rumlaufen kann, solange er nicht stubenrein ist. Haben wir jetzt diese Abgrenzung hier. Mega cool. Ja. Ich zeig gerade dein krass gebautes MacGyver-mäßiges. Er ist ja für Anastasia, die hier jetzt rübergehen kann, so, und sich nicht festhalten kann. So, und dann drüber. Ja? Ja, wir müssen natürlich trotzdem irgendwie weiter unseren Alltag machen. Und hast du auch erzählt, warum? Ich habe es schon erzählt, keine Sorge. Das, weil er unser Schlafzimmer als Toilette entdeckt hat? Sein Ruheplatz, das ist sein Ruheplatz. Sein Scheißplatz. Er hat da hingeschissen. Ja. Nein, das sollte ja sein Ruheplatz werden. Gott sei Dank. Sag mal, das hat doch so viele, das haben doch so viele aus der Community gesagt, ne? Dass er einen richtigen Ruheplatz braucht. Das funktioniert nicht. Er will nach draußen und draußen pennen. Ja, draußen liebt er. Ja, ich war eben mit ihm draußen. Er wollte die ganze Zeit aufs Sofa erstmal. Und dann
habe ich ihm das nicht erlaubt. Nicht, weil er nicht aufs Sofa darf, sondern weil er nicht runterspringen darf. Und ich dachte, wenn er jetzt hochgeht, dann ja, kann ich ja quasi gar nicht ständig kontrollieren, ob er jetzt runterspringt. Und dann müsste ich ihn ja immer runtertragen. Und dann war ich draußen mit ihm auf der Schaukel, als Loki gerade draußen. Der Tiger da gerade rum. Und da habe ich mich dann da auf die Schaukel gesetzt. Und dann kam er direkt wieder, wollte auch hoch auf die Schaukel. Dann habe ich ihn einfach genommen, mit auf die Schaukel drauf. Und da war er so happy, hat sich gleich neben mich gelegt und dann gepennt. Also er wollte quasi einfach nur wieder in Menschennähe sein und dann einfach schlafen. Und dann saß ich jetzt, wie lange, eine Stunde lang draußen oder so. Einfach nur, damit ich da bin, um zu gucken, dass er nicht einfach runterspringt, weil das darf er ja nicht. Wegen seinen Gelenken, er wird ja ein großer Hund und da muss man extrem aufpassen mit den Gelenken. So, ich bin fertig. Ich bin fertig mit den Nerven. Gestern waren wir noch in Thailand. Ja. Und ich dachte, ich habe noch vielleicht eine ruhige Nacht. Nein. So sieht das. Aber ja, ja, jetzt ist er gerade ganz glücklich. Ne? Okay. Also ich lege dir hier Papier hin. Ja, das brauchst du nicht, der ist noch in seiner Box. Ach so. Die ist ja zu, wenn alles gut geht. So habe ich mir das gedacht. Okay, also bisher hat es nicht so funktioniert. Mal gucken, was Guck ganz genau, was hier passiert. So guck ich, ja. Süß. Ja, und das haben wir uns jetzt so überlegt. Also eigentlich wollte ich das ja schon die ganze Zeit. Ne? Ich hatte das ja auch sogar besprochen mit der Hundetrainerin, als sie hier war. Und sie meinte noch, nein, braucht ihr nicht abgrenzen. Der wird erstmal immer nur bei euch bleiben. Aber eben ist er wirklich ohne uns komplett um die Ecke gegangen. Ja, und hat da sein Geschäft verrichtet. Ja. Und deswegen, das ist jetzt unsere Lösung. Ja, für die, nächste Zeit, in der er noch nicht stubenrein ist. Na, alles wegen dir. Alles wegen dir, mein Schatz. Dann werde ich hier schlafen. Also, es hat schon die Matratze geholt. Ah! Situation. Es ist spät, Mochi ist müde, ich bin auch müde. Ich war jetzt noch mal kurz mit ihm draußen im Garten, aber er war einfach nur müde. Er wollte auch gar nicht nochmal. Deswegen sind wir jetzt rein. Wir haben uns jetzt hier ans Fenster gelegt, weil ja, warum nicht? Hier sind wir näher dran zum schnell rausgehen, anstatt da hinten. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Auf jeden Fall ist er aktuell noch sehr unruhig. Wir hatten jetzt nicht so viel Zeit für das Boxentraining. Deswegen kann er noch nicht direkt entspannen in der Box. Aber wie du siehst, ich habe hier schon meine Hand drin. So, den Reißverschluss so ein bisschen auf. Hatte eben schon versucht, mit der Schnauze rauszukommen. Er wollte am liebsten direkt neben mir liegen. Und er ist ein starker Hund. Deswegen hätte er es fast geschafft raus. Aber ich konnte ihn nochmal zurück in die Box schieben, Reißverschluss mal ein bisschen weiter zumachen. Ja, du hörst es, naja, ist nicht ganz entspannt. Mal gucken. Also ich versuche jetzt einfach zu schlafen. Er steht immer wieder auf und guckt. Also Justus wollte es eigentlich nicht, aber vielleicht tue ich ihm doch gleich noch eine Kaustange rein, dass er sich vielleicht ein bisschen dadurch beruhigen kann. Ich werde verschiedene Sachen ausprobieren. Also die Nacht wird sowieso. Das ist sowieso ein Experiment. Ne? Wir müssen gucken, wie es funktioniert. Aber er legt sich auf jeden Fall immer so zu meiner Hand. Immer auf diese Seite. Das heißt, er braucht auf jeden Fall noch dieses Kontaktlegen. Erste Nacht, Geschwister sind weg. Mama ist nicht da. Nur ich. Was kann man mit der so haben? Ja, vielleicht siehst du ihn so ein bisschen. Das ist so ein süßer, wirklich ist so ganz süßer. Aber ihm tut das echt gut, dass meine Hand da drin liegt. Also, so wird meine Nacht aussehen. Mal sehen, um wie viel Uhr er mich weckt, dass er wirklich einmal raus muss. Dann werde ich einfach die Terrassentür aufmachen, seine Box hier auf der Seite aufmachen mit dem Reißverschluss.
Und dann kann er direkt raus und ich sprinte dann hinterher. Ich habe meinen Mantel, ist ja immer noch recht kalt nachts, habe ich schon draußen liegen. Ja, wenn er sich meldet, habe ich nicht so viel Zeit, mich hier drin noch schnell anzuziehen oder so, sondern es liegt schon alles draußen bereit, Schuhe auch. Das heißt, ich bringe ihn erstmal nach draußen und dann, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, ziehe ich mich an. Und dann hoffe ich, dass er auch wirklich muss. Ja. Ach, er wird sich schon noch beruhigen. Wir schaffen das beide. Erste Nacht mit Welpen. Sehr aufregend und spannend. Die Kinder schlafen schon alle. Justus schläft auch schön im Schlafzimmer. Er genießt es. So, gute Nacht, ich melde mich wieder. Aber jetzt 1 Uhr nachts. Er legt sich da hin gerade, um weiter zu schlafen. Er sagt, ich gehe trotzdem noch mal hier. Er kommt immer nach, wenn ich hier lang gehe. So sehe ich gerade aus. Meine Schlafmaske. Also ich dachte, er muss. Weil mich nicht mehr sehen kann, dann kommt er immer nach. Das ist ja eigentlich so das Beet, wo er auch immer hinmacht. Deswegen habe ich vielleicht Glück. Der bleibt gleich ruhig stehen. Unser Geschäftsberichten. Musst du nicht. Da ist ein Fehler da. Ich gucke die ganze Nacht immer dann. Warum sind wir jetzt hier draußen? Er legt sich gerade dahin, um weiter zu schlafen. Ich locke ihn so ein bisschen zum Beet. Soll man nicht spielen oder so, sondern direkt wieder reingehen und schlafen, das machen wir jetzt. Oh Gott. Oh, es liegt, dass ich draußen hin mache. Ich wusste es. Er liebt es ja draußen zum Schlafen.
Die erste Nacht mit Welpen ist hiermit beendet. Also ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Er ist ja vor dem Schlafengehen, also so um 21, 22 Uhr nochmal mit mir draußen gewesen. Das merkt er natürlich, dass ich wach bin. Aber eben hat er sich noch ganz toll mit seinem Kauknochen da beschäftigt. Dann ist er um 1 Uhr nachts aufgewacht, bin ich mit ihm raus, habe ich dir auch gezeigt. Und dann hat er auch sein Geschäft erledigt. War super. Und dann ist er um 3 Uhr auch nochmal so unruhig geworden, aber da braucht er nur meine Nähe, meine Hand. Und um 4.37 Uhr bin ich dann wieder mit ihm raus, hat er auch wieder gemacht, war super. Und seitdem ist er wach. Also ich weiß, bei der Züchterin war das so, dass er halt so um 5.00 Uhr, 5.30 Uhr immer schon ja, seinen Morgen gestartet hat. Weil sie da eben aufgestanden ist und hat sie die Hunde rausgelassen und so. Aber hier stehen wir nicht um 5 Uhr auf. Deswegen habe ich das jetzt versucht zu strecken, indem ich ihm noch dieser Hund... Wo ist dein Kauknochen? Indem ich ihm noch einen Kauknochen gegeben habe. Und das hat super geklappt. Also er hat sich jetzt noch mal eine halbe Stunde alleine beschäftigt. Das ist das Beste, was ein Welpe machen kann. Aber jetzt hat er keine Lust mehr. Jetzt ist er wach. Ja, also alles in allem. Hat das super geklappt und wir verabschieden uns von diesem Vlog. Die erste Nacht mit Welpen ist hiermit beendet.